gute Nachrichten, du hast den Gig. Ich so, was? Wahnsinn. Schlechte Nachrichten. Heute war der letzte Tag für die Proben, weil die Tour geht in 5 Tagen weiter. Hallo liebe Podcast-Community. Es gibt heute wieder eine neue Folge im Muttersprache-Podcast, der USA-Auswanderer-Podcast. Ich bin dein Host Monique Menesi, selbst Auswandererin und Unternehmerin hier in den USA. Und ich habe diesen Podcast gegründet, weil ich einfach so viele coole, spannende Menschen hier getroffen habe, die Wahnsinnsgeschichten zu erzählen haben. Und das tue ich hier mit meinem Podcast. Mein heutiger Gast ist der Weltstar und die Ausnahmesaxophonistin Katja Riekermann. Katja kam in die USA auf der Suche nach ihrem beruflichen Erfolg und Glück und hat diesen in der Tat gefunden. Sie war über 10 Jahre fester Bestandteil der Rod Stewart Band auf Welttournee. Sie hat Weltstars wie Lady Gaga oder Mary J. Blige gespielt. Mit Jeff Goldblum war sie auf Tour. Also wahnsinnig viele Namen. Also ein fester Bestandteil in der Musikindustrie hier in den USA und weltweit. Wie das alles dazu kam, das erzählt sie uns in der heutigen Episode. Deswegen einfach dranbleiben. Viel Spaß beim Reinhören. Deine Monique. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast. Heute geht es gar nicht so weit von mir hier, nämlich nach Los Angeles und ich spreche mit der Katja Riekermann. Hi Katja. Hallo Monique, ganz schön, dass du mich hier eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Ich freue mich mega, dass du hier bist, weil du hast ja auch echt viele Sachen, die du berichten kannst. Dein Leben ist ganz schön aufregend, aber lass uns mal starten. Du lebst in Los Angeles. Wo genau wohnst du? Das stimmt. Ich wohne in den Hollywood Hills. Und jetzt ist natürlich die erste Frage. Wir sind ja hier ein USA-Auswanderer-Podcast. Warum bist du hier in die USA gekommen? Also ich bin im Dezember 1997 hergekommen, 97 oder 79. Ich drehe das immer um, weil das ist ja in Deutsch, in Amerika ist das 1997. Das ist auf Deutsch 97. 97. Das ist, den Fehler mache ich immer. Ja, das ist, macht auch eigentlich gar keinen Sinn. Ne? Nee, das ist irgendwie, wie rum geht denn das jetzt eigentlich? Genau. Genau, also da bin ich hergekommen und ich bin ja Saxophonistin und bin eigentlich hergekommen damals to reach for the stars, wie man das so schön auf Englisch sagt, weil ich irgendwie dachte, als Musikerin hat man hier viel mehr Möglichkeiten in Amerika, wenn man hier lebt. Also eigentlich so richtig Klischee? Absolut. Also lass uns mal zurückspringen. Du bist in Lübeck geboren, aufgewachsen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Hast deine Schule also durchlaufen? Also in Lübeck geboren und in Bad Schwartau aufgewachsen. Bad Schwartau ist ein kleiner Vorort von Lübeck, zwischen Lübeck und der Ostsee. Mhm. Aus und Bad Schwartau kommt ja die Marmelade. Die Marmelade, oh, die Kirschmarmelade, ja. Genau. Die kriegt man hier nur teuer zu stehen. Ne? Und hast dann ja nach deiner Schullaufbahn einen relativ verrückten Traum gehabt, wenn ich das so magst da mal mit starten, dass du plötzlich beschlossen hast, Saxophon zu lernen, zu spielen. Ja, das also ich fand Musik immer schon toll und bin aufgewachsen in einer Familie, die eigentlich überhaupt keine Musik gehört hat. Meine Eltern haben das auch überhaupt nicht unterstützt, obwohl mein Bruder Ralf damals auch schon Musik gemacht hat, durfte ich kein Instrument spielen. Also was heißt durfte nicht, aber meine Eltern wollten das nicht, weil sie irgendwie dachten, nee, das ist irgendwie nichts für Mädchen. Mädchen sollen irgendwie Kinderküche, Kirche, also Kinder kriegen. Gescheutes Lernen, so Bankkaufmann oder sowas genau, wahrscheinlich. Genau, ganz genau. Mein Vater wollte ich, dass ich Bankkauffrau wäre. Der hatte auch für mich bei seiner Bank schon damals eine Lehrstelle ergöttert. Aber das wollte ich natürlich überhaupt nicht. Ich bin dann, nachdem ich Abitur gemacht habe, bin ich erstmal nach Paris gegangen für ein Jahr und habe Französisch studiert an der Sorbonne, weil ich irgendwas mit Sprachen machen wollte.
Und dann war ich also Dania, habe da Französisch gelernt und danach bin ich dann für 3 Monate zum ersten Mal in die USA gegangen, weil ich Englisch lernen wollte. Und zu der Zeit war ich 20 und habe dann in der Bay Area gewohnt, beim Freund von mir, Andy Hess, der Bassist ist, war damals, hat er Bass studiert und ist auch immer noch Bassist, professioneller Bassist, lebt mittlerweile in New York. Und der hat sehr viele Gigs gespielt und dann bin ich einmal mit ihm zum Gig gegangen. Eigentlich durfte ich ja noch gar nicht nirgendwo rein, ja, weil ich war ja noch keine Ahnung, 20. Ich wollte gerade sagen, das war noch ganz jung. Immer, genau, ja. Er hat mich dann immer reingeschummelt irgendwie. Und dann saß ich irgendwie in dieser Bar ganz vorne. Er hat da gespielt und da war eine Saxophonistin, die hieß Diana Tucker, weiß ich noch ganz genau. Und die hat so toll gespielt. Und dann dachte ich mir, Mensch, eigentlich wollte ich immer Saxophon spielen. Und habe in dem Moment entschieden, dass ich das machen will. Und habe dann, nachdem ich dann aus Amerika zurückkam, bin ich dann direkt nach Hamburg gezogen, weil ich da zur Schule ging und Fremdsprachensekretärin studiert habe für ein Jahr. Das war so mein Ziel eigentlich, dass ich erstmal eine schnelle Ausbildung mache, irgendwas, was mit Sprachen zu tun hat und dann weitersehen wollte, wie was ich mit meinem Leben anfange. Und dann habe ich halt zur gleichen Zeit angefangen, Saxophon zu spielen, habe mir also mein erstes Saxophon gekauft und habe mich sofort in das Saxophon verliebt. Habe dann auch sofort angefangen, ganz viel zu üben, weil ich musste natürlich ganz von vorne anfangen. Ich hatte noch nie ein Instrument gespielt. Und bin dann auch relativ schnell irgendwie besser geworden. Ja, und habe dann auf der einen Seite, also ich habe dann meine Ausbildung als Fremdsprachensekretärin zu Ende gemacht und habe aber immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich dann Saxophon geübt. Und dann wollte ich eigentlich noch studieren, weil irgendwie war das damals so, man muss halt irgendwas studiert haben. Ich hatte ja auch Abitur gemacht, dann habe ich mich eingetragen an der Hamburger Uni, habe erstmal Amerikanistik angefangen zu studieren. Das habe ich 2 Semester gemacht, aber das gefiel mir irgendwie nicht. Dachte ich mir, nee, das ist irgendwie nichts für mich, ist zu trocken. Und dann habe ich Studiumgang gewechselt, habe angewandte Musikwissenschaften studiert in Lüneburg. Das habe ich auch für 2 Semester gemacht. Aber ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil immer wenn ich an der Uni war, dachte ich, ach Mensch, ich will eigentlich viel lieber Saxophon spielen oder üben. Und immer wenn ich Saxophon geübt habe, war ich immer so, Gott, eigentlich müsste ich mal studieren irgendwie oder was. Was aber eher wahrscheinlich das schlechte Gewissen war, oder? Weil das wahrscheinlich so die Gesellschaft von dir erwartet hat, dass du das machst. Ne? Es war wahrscheinlich ein freier Wille irgendwie. Ne? Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann mich halt entschieden, einfach das Studium aufzugeben und mich total auf Saxophon spielen zu konzentrieren und habe mir dann so einen Halbtagsjob gesucht. Ich war ja schon Sekretärin, die Ausbildung hatte ich ja beendet, habe mir dann einen Halbtagsjob gesucht. Erst habe ich für eine Reederei gearbeitet, Reederei Offen in Hamburg. Dann habe ich für einen Musikverlag gearbeitet. Und dann wurde ich abgeworben von dem Musikverlag von einer Plattenfirma, Act Music and Vision. Die hat damals Sigi Loch geleitet. Der war ganz früher, war der Head of Universal oder Sony Music, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und der hatte sein eigenes kleines Label gegründet. Und der Grund, weshalb er mich abgeworben hat oder weshalb er mich unbedingt in seiner Firma haben wollte, war, dass ich halt erstmal Saxophon spielte, also irgendwie ein bisschen involviert war in Jazz und ich zur gleichen Zeit Flamenco getanzt habe. Das Label hat sich nämlich spezialisiert auf Blues und Flamenco und Jazz. Und da war ich natürlich der perfekte Kandidat, weil ich auch Englisch sprach und Französisch und Spanisch und da hat er mich dann abgeworben. Und da habe ich für den irgendwie ein halbes Jahr oder so gearbeitet, auch so ein Halbtagsjob. Und dann habe ich danach noch ein Jahr ungefähr für Otto Walkes gearbeitet. Das war auch eine Tür hat die andere wieder aufgemacht, so hört sich das zumindest an.
Genau, aber ich habe auch, also so habe ich mich dann finanziert durch diese Halbtagsjobs und habe dann die andere Hälfte des Tages immer geübt, also mindestens 3-4 Stunden am Tag geübt. Wow. Musste ich auch, weil... Hattest du denn da schon so ein Ziel, dass du das mal wirklich professionell machen möchtest mit dem Saxophon? Weil ich meine, das absolut, ist... Absolut. Obwohl, mich haben alle Leute ausgelacht. Die dachten, das schaffst du nie, du hast viel zu spät angefangen, du kannst gar nicht so, in so wenigen Jahren kannst du gar nicht so gut werden. Ich hatte damals auch einen Freund, der war professioneller Schlagzeuger, der hat mich dann ab und zu vom Proberaum abgeholt und der hat mich dann irgendwann mal zur Seite genommen und hat gesagt, weißt du was, ich muss dir ganz ehrlich sagen, du verschwendest deine Zeit. Du wirst niemals professionelle Saxophonistin werden. Du hast viel zu spät angefangen. Krass, oder? Ne? Dass Menschen das so sich selber so limitieren. Ja, und daraufhin habe ich dann, also daraufhin habe ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das... Das hat dich wahrscheinlich eher noch mehr motiviert, oder? Das hat mich eher noch mehr Leute das gesagt, ja, so genau. Das hat mich eher noch eher angespornt, wo ich gesagt habe, dir werde ich es zeigen. Aber das war so, wie nennt man das auf Deutsch? Reverse Psychology? Ist das der richtige Ausdruck? So, das hat eher das Gegenteil erzeugt. Das genau. Wahrscheinlich auch gar nicht, um es denen zu zeigen, sondern um es dir auch zu beweisen, oder? Dass genau. Das verstehe ich voll, so bin ich auch. Das kann ich total nachvollziehen. So, jetzt erst recht. Genau. Ja, cool. So. Ja, und dann habe ich 10 Jahre lang in Hamburg, habe, wie gesagt, diese Halbtagsjobs gemacht und immer geübt. Habe dann auch irgendwann so nach ein paar Jahren, nach 4 oder 5 Jahren, habe ich dann selber angefangen, Anfänger zu unterrichten. Da habe ich dann auch ein bisschen Geld mit verdient, habe in so einer anderen Band gespielt, die auch relativ erfolgreich war, mit der wir auch viel getourt sind. Die nannte sich Tatere. Und so habe ich mich dann irgendwie finanziert. Also ich habe nie viel Geld gemacht, aber ich habe es irgendwie geschafft, mich zu finanzieren mit der Musik mehr. Weißt du noch, was da so dein großer Traum war? War das schon immer so richtig die Weltbühne oder was war dein großer Traum? Weil ich meine, so 10 Jahre das zu machen und halbtags für wahrscheinlich ein mehr recht als schlechtes Salary oder Gehalt, sich da durchzukämpfen, trotzdem so viel Zeit zum Üben und zum Verbessern zu committen. Weißt du noch, was das schon so deine Vision war, was du gesehen hast, wo du hin möchtest? Oder war das eher so, ich mache weiter, mal weiter, weiter? Irgendwie hat mir meine innere Stimme immer gesagt, du machst einfach weiter, da gibt's einen Weg für dich, es ist ein Weg für dich vorgeschrieben. Und ich bin sehr spiritual, also ich glaube an eine höhere Power. Mhm. Ich bin jetzt kein Kirchengänger oder so, überhaupt gar nicht, aber ich habe dann irgendwie später auch festgestellt, dass ich daran geglaubt habe, dass diese höhere Power für mich einen Weg vorgeschrieben hatte. Mhm. Und dass ich dann automatisch daran geglaubt habe. Ja, du hast dich eingeklinkt sozusagen und hast es einfach kommen lassen, so, ne? Also, genau. Ja, das ist Wahnsinn. Aber ich hatte auch damals irgendwie immer schon diesen Wunsch, auf größeren Bühnen zu spielen. Also ich hatte, das war schon ein Ziel von mir, auf jeden Fall. Und auch irgendwie das Ziel, mit jemandem Bekannten zu spielen. Mhm. War das so, vielleicht auch durch deinen Bruder, weil du ja diese Welt schon auch so ein bisschen kennst, dieses Star-Sein? Ich meine, du hast wahrscheinlich dadurch ja auch schon doch so ein bisschen Zugang auch gekriegt zu anderen Musikern, anderen Stars, oder hat das gar nichts damit zu tun? War das wirklich so deins? Das weiß ich, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, ob der da viel Einfluss drauf hatte. Kann sein, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und dann, wann war der Moment, wo du gesagt hast, gut, diese Affinität zu Amerika und dem Englischen hat es ja dann früher eigentlich schon gegeben, schon fast ja dann vor dem Saxophonspielen, weil das Thema Sprachen schon ja wahrscheinlich wichtig für dich war. Aber wann war dir klar, ich muss nach Amerika und wie ging das dann? Wie hast du es dann bewerkstelligt? Das war, wie gesagt, im Jahre 1997. Also ich hatte, zu der Zeit habe ich schon nicht mehr diese Halbtagsjobs gehabt. Zu der Zeit hatte ich tatsächlich auch irgendwie
mein Haupteinkommen war also tatsächlich Musik und ich hatte auch ganz gute so Projekte am Start und habe viel auf so Messen gespielt und so, die ganz gut bezahlt haben, so Projekte, so Geschichten gemacht. Also du hattest schon so die Rückmeldung, das kann was sein. Also ich bin ja genau, für genau. Mehr jetzt sozusagen. Ja, und ich war zu der Zeit in einer Beziehung und die ging aber auseinander im Sommer 1997. Und wir hatten zusammen gewohnt und da war ich natürlich total irgendwie ein bisschen am Boden zerstört. Und mein Bruder hatte zu der Zeit schon in Los Angeles gelebt. Mhm. Und meine Eltern und mein Bruder hatten hier zusammen ein Haus gekauft. Und ich hatte das Haus noch nicht gesehen, weil ich hatte da irgendwie nicht so den Bezug zu und war da nicht so involviert. Ich musste aber dann mal raus aus Deutschland und habe gedacht, naja, dann fliege ich jetzt halt mal nach L.A. und gucke mir das alles da mal an. Hatte überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, da hinzuziehen oder so. Ich wollte eigentlich nur mal raus und meinen Bruder sehen und das Haus sehen, was die gekauft hatten. So, und dann kam ich hier an und war auch nur für 2 Wochen hier. Und in den 2 Wochen, ich hatte natürlich mein Saxophon dabei, bin ich dann öfter zu so Jam-Sessions gegangen, wo auch so diese ganzen Guns N' Roses und diese ganzen Toto-Leute und so alle immer gejammt haben in der Baked Potato hier. Mhm. Und da durfte ich dann auch mal ein bisschen mitspielen. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja echt geil hier. Cool. Kannst ja irgendwie einfach so... Alles auf einem Haufen, ne? So. Ist ja echt super easy. Und dann meinte dann zu mir, sag mal, wieso ziehst du nicht eigentlich her? Und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Der Gedanke war mir vorher noch gar nicht gekommen. Ah ja, und dann habe ich wirklich noch so ein bisschen einfacher, oder? Irgendwie und dann, zu kriegen. Ja, und dann habe ich irgendwie, weil ich hatte ja auch nichts, was mich da hielt. Meine Beziehung war auseinander und es war also wirklich der perfekte Zeitpunkt. Und dann habe ich wirklich von einer Minute auf die andere entschieden und gesagt, ja, das mache ich. Hast du recht. Dann bin ich wieder zurückgeflogen nach Deutschland, habe innerhalb eines Monats oder innerhalb von 2 Monaten alles verkauft, was ich besessen habe. Und die anderen Sachen, die ich brauchte, habe ich dann halt hier rüber geschifft. Ja, und dann mein Auto verkauft, alles verkauft und bin einfach hergekommen. Und hab auch nie irgendwie zurückgeguckt, dass ich mal wieder zurückziehen will. Konntest du so ein Künstlervisum oder welche Möglichkeiten hattest du damals? Ja, ich hatte erstmal ein O-1-Visum, Künstlervisum. Mhm. Mhm. Und das ging ja wahrscheinlich, weil du schon echt auch einiges vorzuweisen hattest, um hier bleiben zu können, ne? Ja, das lief irgendwie ganz gut. Also es war kein Problem eigentlich. Ja, und wie war das? War das erstmal so Urlaub und ich probiere mich hier aus? Weil ich meine, jetzt hattest du dir ja schon in Deutschland, so wie sich das anhört, doch schon einiges aufgebaut. Du warst gebucht, du konntest von deiner Kunst leben. Und das ist ja nicht so, dass du plötzlich hier hinkommst und alle kennen dich und du kriegst dann gleich hier neue Aufträge und alle sagen, ja, Katja hier, wie cool, wir laden sie mal ein. Also wie war das? Nee, also Urlaub war das überhaupt nicht. Das war alles andere, weil ich hab unheimlich viel geübt zu der Zeit, habe ich tatsächlich jeden Tag wahrscheinlich 6 Stunden am Tag geübt oder so und bin dann natürlich, weil klar, wie du schon sagtest, kein Mensch kannte mich und dann habe ich mir also immer Clubs ausgesucht, wo Bands gespielt haben und bin fast jeden Abend alleine mit meinem Saxophon in irgendeinen Club gegangen, wo Bands gespielt haben. Und habe mich dann vorgestellt, habe die Leute, bin zu den Musikern hingegangen, habe gesagt, hallo, ich bin Katja, ich bin hier aus Deutschland gerade hergezogen und kann ich mal Sit-In machen mit euch? Wie sagt man das auf Deutsch? Can I sit in with you? Zusammensitzen, mich mit euch? Nee, nicht zusammensitzen, darf ich mal mit euch mitspielen? Darf ich mal Sit-In, das ist it's a saying in Englisch. Also darf ich mal mitspielen? Darf ich mal jammen mit euch? Mhm. Und was haben die gesagt? Ja, ganz unterschiedlich. Also einige haben gesagt, klar. Andere haben mich erstmal von oben bis unten angeguckt und haben gesagt, was, du spielst Saxophon? Das wollen wir erstmal sehen.
Und so zum Beispiel Jeff Goldblum ist ein ganz gutes Beispiel. Ihr kennt ja alle Jeff Goldblum, der ist ja eigentlich Schauspieler, bekannt aus Independence Day und so weiter und so fort. Aber der auch ein bekannter Musiker, ich wollte gerade sagen, der ist ja ebenso bekannt durch seine Musik als wie durch seine Schauspieler. Ja? Naja, würde ich nicht sagen, dass er ebenso bekannt ist. Aber er hat halt eine Jazzband hier. Das ist so seine Passion. Das mag er total gerne als Hobby. Ist ein Hobby von ihm. Und der hat damals einmal die Woche so einen Gig gehabt. Und da bin ich dann irgendwann hingegangen. Auch genauso bin zu ihm hin, habe gesagt, hallo, ich habe mich also vorgestellt, darf ich mal mitspielen? Und dann hat er mich erstmal angeguckt, und hat mich zu seinem Manager geschickt und meinte so, ja, sprich mit John, he can arrange it. Und John, dann bin ich zu John gegangen, sein Manager, und der meinte dann, im letzten Stück kannst du mal mitspielen. So, und dann habe ich also im letzten Stück dann mitspielen dürfen. Und das ist auch super gelaufen. Da waren die auch ganz nett. Meinen so, oh, super, ja, du darfst gerne kommen, komm immer jederzeit wieder. Und dann bin ich also tatsächlich jede Woche, für bestimmt 2 Jahre lang, bin ich jede Woche, immer wenn die gespielt haben, bin ich hin und habe mitgespielt. Also es war eigentlich eher so amerikanisch nett gemeint. Ja, ja, danke und tschüss. Und du hast aber gesagt, da bleibe ich jetzt dran, oder? Wahrscheinlich jeder andere. Das war schon ernst gemeint. Ja, das war schon ernst gemeint. Die hatten so einige Musiker, die regelmäßig da waren, also jede Woche gekommen sind und dann mit Bezahlung oder war das wirklich? Nee, die haben also Jeff hatte seine Hausband, also Bass, Schlagzeug, Gitarre und einen Saxophonisten und er hat halt Klavier gespielt. Die wurden bezahlt und dann die Gäste. So wie ich jetzt, die irgendwie immer kamen, die sind nur gekommen und haben halt mitgespielt. Das heißt erstmal wirklich auch Investment, ja? Also du hast dann erstmal für umsonst dein mitgespielt, gezeigt, was du kannst? Oder wann war so der erste Job, wo du dann wirklich auch beauftragt wurdest oder wo du wirklich Geld verdient hast? Das ging also wirklich, also das erste Jahr, ich habe im ersten Jahr habe ich, glaube ich, keinen einzigen bezahlten Job gehabt. Den ersten bezahlten Job habe ich ziemlich genau ein Jahr bekommen, nachdem ich hier war. Und zwar war das lustigerweise in Las Vegas. Das war nicht mal in Los Angeles, das war in Las Vegas. Und zwar damals im Winter 1989. Jetzt muss ich das wieder, habe ich das wieder richtig gesagt? Ja. Also 98. Ja. Nee, 98, sorry. Nee. In 98. Genau. Da wurde das Bellagio eröffnet in Vegas und da wurde ich dann angeheuert, da zu spielen in der Fontana Lounge mit einem lustigerweise wieder Flamenco-Gitarristen. Und da musste ich dann auch tatsächlich da wohnen, sozusagen. Habe dann ein Zimmer gehabt in Bellagio für 2 Monate und habe dann da 6 Abende die Woche gespielt. Und wurde natürlich bezahlt und so. Und die haben mich dann auch gefragt, ob ich da hinziehen möchte und den Gig halt für immer machen will. Das habe ich dann aber abgelehnt, weil ich war tatsächlich nicht nach Amerika gezogen, um als Lounge-Musiker zu enden. Ich hatte wirklich größere Pläne. Mhm. Aber gut, das war der erste Gig, ne? Wie war denn das erste Jahr so? Jetzt hatten deine Eltern ein Haus, das heißt, da musstest du dich zumindest, konntest du da irgendwie leben? Weil normalerweise ist ja nun L.A. echt auch schon da sehr teuer gewesen, vermutlich. Hattest du genügend Erspartes oder wie bist du so über die Runden gekommen sozusagen dann das Jahr? Das ist ja schon auch, man muss ja auch von was leben, essen, ausgehen. Klar. Ja, also Gott sei Dank musste ich keine Miete bezahlen. Das hat natürlich sehr geholfen. Und ich hatte schon ein bisschen was erspart, aber nicht viel. So musste ich halt so ein bisschen von der Hand, wie sagt man das, von der Hand in den Mund leben. Mhm. Ne? Ja, aber das geht alles. Ja, vor allen Dingen, wenn man eine größere Vision hat, ne, dann lässt es sich natürlich viel leichter da durchgehen und auch diese Sacrifices, wie auch man das auch immer in Deutsch sagt, machen, ne, dass man, also dann, wie ging es dann nach deinem Las Vegas-Deal weiter? Das war wahrscheinlich schon mal erstmal so ein kleiner Durchbruch, oder? Dass man gesagt hat, okay, das hat jetzt schon mal funktioniert, jetzt zum nächsten.
jetzt genau. Größer. Genau, ja, und dann kamen halt so ein paar andere Gigs, lustigerweise mit einem anderen Schauspieler, Branscombe Richmond nennt er sich, der war damals bekannt aus der Show Renegade Posse, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mhm. in den 80er Jahren mit Lorenzo Lamas. Und Branscombe Richmond ist so einer von diesen Schauspielern, wenn man sein Gesicht sieht, dann kennt man den, aber man kennt den Namen. Den Namen nicht, ne? Mhm. Und Branscombe hatte auch eine Band, der war nämlich damals Repräsentant für Indian Motorcycles. Mhm. Und der hat immer auf so diesen ganzen Motorcycle-Events gespielt. Da gibt es ja tausende von, überall auf der ganzen Welt. So diese Motorcycle-Rallys, ja, so Sturges ja. und wohne ich überall. Und genau, dann habe ich halt mit dem angefangen zu touren. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war nicht viel Geld damals, aber was wir verdient haben, aber es war irgendwie... war ein tolles Erlebnis. Und ja, ist ja auch so, wahrscheinlich erstmal auch doch kulturell ja auch anders. Du kamst ja, da warst ja gerade mal ein Jahr aus Deutschland und das durch so etwas kommst du natürlich noch viel tiefer auch in dieses Amerikanische rein, oder? In die Events, wie finden die hier statt, welche Leute sind da, stelle ich mir zumindest so vor, dass man dann immer mehr auch lernt, wie läuft das hier? Oder war das gleich wie in Deutschland? Nee. Ja, also ich meine, irgendwie ist das schon immer gleich, wenn du so vor Publikum spielst. Ne? Aber auch mit dem habe ich tatsächlich, mit dem habe ich auch tatsächlich vor größerem Publikum dann gespielt, weil zum Beispiel Sturges ist ja ein Riesenevent mit Tausenden, zigtausenden von Motorradfahrern. Ist natürlich eine bestimmte Szene, aber macht ja nichts. Mhm. Und ja, das war schon irgendwie. War schon, also das hat mich schon trainiert, so irgendwie. Also jedes Mal so ein Schrittchen weiter wahrscheinlich. Genau, mhm. genau, auf jeden Fall. Und wir waren in Brasilien mit ihm. Da war noch Peter Fonda dabei. Also waren auch immer viele Celebrities dabei. Ja, also Peter Fonda, der Evel Knievel, den habe ich auch kennengelernt. Der noch die Gitarrist von den Doobie Brothers war dann auch dabei, haben dann auch öfter mal so bekannte Leute mit uns gejammt und so. Hat echt Spaß gemacht. In Tahiti waren wir und in Europa sind wir auch getourt, wir waren in Frankreich, weil in Frankreich ist der Branscombe ziemlich bekannt. Aber es ging doch immer straight, oder? Es war jetzt nie so, dass, also ich hatte ja den Nick Wilder auch mal hier im Interview, der dann ja auch in L.A. das auch mit, bevor er dann so mit Traumschiff und deutschen Serien anfing, ja auch eine Zeit lang in L.A. so sein Schauspiel auch hatte. Da ging es dann immer, okay, wo kellnerst du? Du bist Schauspieler, okay, wo kellnerst du noch? Oder so. Aber bei dir hört sich das schon an, dass es doch sehr straight immer in deiner Karriere ging. Also du musstest jetzt nichts noch zusätzlich machen, um da weiter dran zu bleiben, was ja so oft auch der Fall ist. Das stimmt. Da bin ich echt froh drüber. Mhm. Ne? Also es ging doch immer auf der Strecke und dann immer nur ein Schrittchen weiter. Also es war dann doch sehr dein Calling irgendwie. Stimmt, ja. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja, aber Kellnern musste ich nie. Also da habe ich dann doch Glück gehabt. Das können, glaube ich, wenige sagen, die so antreten, um ihr Glück in Amerika zu machen. Ja, also bei den meisten, glaube ich, wenn du so in die Geschichten guckst, die haben immer dieses und dann hatte ich einen Rückschlag und musste das und das machen. Und also gerade so in dem Show, größerem Showgewerbe, ja, in dem du ja mehr oder weniger auch ein Part von bist, ne, ob das jetzt Entertainment, Musik oder Schauspiel oder so ist. Also da ist das, glaube ich, sehr ungewöhnlich, dass es so straight geht. Stimmt. So, was kam dann? Also dann, die Hallen wurden größer, die Menschen, vor denen du gespielt hast, wurden immer größer. Was kam dann? Dann kam eigentlich eine Depression in mir, weil irgendwie das dann doch stagnierte. Nach so, denke ich mal, so 3 Jahren hat das schon stagniert und es ging irgendwie nicht weiter. Branscombe hatte auch in dem Jahr kaum was zu tun. Das heißt, es ging irgendwie nicht so richtig voran. Und
Ich war dann tatsächlich kurz davor, wieder nach Deutschland zurückzugehen, weil ich dachte, also irgendwie Echt? Klappt das nicht. Ja, okay. Irgendwie klappt das nicht, irgendwie wird das nichts. Also nochmal so die letzte Prüfung. Genau, also dass man sagt ja immer, man muss ganz klein mit Hut sein, dass man unter dem Teppich, dass man unter Demut. Den Teppich passt, bevor irgendwas Großes das groß passiert. Ja, ich glaube auch, dass Demut extrem und, wichtig ist. Genau, und das war im Jahre 2001. Mhm. Und wir wissen ja alle, was im Jahr 2001 passiert ist. Ja, 11. September, ich habe meinen Sohn gekriegt. Genau. Ja, ja. Mhm. Und das war also tatsächlich, wo ich Depressionen hatte und wo ich tatsächlich zurückgehen wollte oder mit dem Gedanken spielte, zurückzugehen, weil ich dachte, ich schaffe das nicht. Das ist einfach zu hart. War die Kraft aus oder was war? Ja, es war so ein bisschen. Ich meine, du hast ja dann auch scheinbar 3 Jahre Klinken, also sage ich jetzt mal so mehr oder weniger wahrscheinlich. Klinken geputzt und immer wieder probiert und dann war Luft, genau. Die Luft raus oder was war da? Genau, die Luft war einfach raus und ich hatte, also wie gesagt, ich konnte mich zwar irgendwie über Wasser halten finanziell, aber große Sprünge konnte ich nicht machen und irgendwann dachte ich, Mensch, wenn ich jetzt in Deutschland geblieben wäre, dann würde es wahrscheinlich alles ganz anders aussehen. Naja, auf jeden Fall war ich kurz davor, wieder zurückzugehen und dann passierte 9/11. Und da war ich völlig fertig. Da war ich total fertig. Da dachte ich, oh Gott, grauenvoll, jetzt gehe ich tatsächlich zurück. Also ich war wirklich. War ja auch, dass dieses Land wahrscheinlich so ein bisschen in der Depression da so gerade hing, oder? Wie in so einer Starre, ja, so ein bisschen. Ne? Irgendwie war da der Wurm drin. Mhm. So, und dann, das ist eigentlich wirklich merkwürdig, ganz komische Erfahrung, die ich dann gemacht habe. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich sehr spirituell bin, aber dass ich überhaupt kein Kirchengänger bin. Wir hatten da direkt da an der Ecke unten, wo ich gewohnt habe, da war eine Kirche. Und dadurch, dass ich so schlecht drauf war und da ich wollte auch irgendwie, ich brauchte irgendwie Hilfe, mentale Hilfe von irgendwas. Und dann bin ich einfach mal in diese Kirche reingegangen. Und saß dann da und dann hat der Pastor irgendwie geredet von genau dem, wo ich gerade durchging, durch diese Problematik, die ich gerade in meinem Leben hatte. Und dann habe ich tierisch angefangen zu weinen, das weiß ich noch. Krass. Wo sich dann alles irgendwie gelöst hat bei mir. Ja. Und danach weil der das ausgesprochen hat, was in dir war. Ne? Der hat wahrscheinlich jetzt Worte gefunden, was du überhaupt nicht so in Worten wahrscheinlich da hättest ausdrücken können. Und der hat wahrscheinlich das ausgesprochen, was so in dir los war. Wow. Genau. Das war ganz komisch. Und wie gesagt, ich gehe heute nicht zur Kirche. Also ich bin überhaupt kein Kirchengänger. Ich bin auch so non-dominational, weißt du, I believe in a higher power, aber nicht. Ja, ja. Und auf jeden Fall habe ich dann aus irgendeinem Grund daraus totale Kraft geschöpft. Und war dann zu dem Zeitpunkt aber immer noch nicht mehr, war mir immer noch nicht klar, was ich machen würde. Auf jeden Fall ist dann was passiert, was ganz unerwartet war. Und zwar, ich habe ja vorhin erzählt von meinem ersten Trip nach Amerika, wo ich in der Bay Area gewohnt habe, wo ich einen Freund von mir besucht habe, diesen Bassisten, der indirekt dafür verantwortlich ist, dass ich angefangen habe, Saxophon zu spielen. Der war mittlerweile sehr angesagter Bassist und war zu der Zeit auf Tour mit den Black Crowes. Und wir sind immer noch, also wir kennen uns halt von Kindheit. Wir sind halt super Freunde gewesen die ganzen Jahre. Und der rief mich dann an irgendwie und sagte, wir sind gerade in der Stadt und wir hätten eigentlich ein Konzert haben sollen, aber das ist ausgefallen wegen 9/11. Und wollen wir uns mal treffen auf einen Drink? Ich kaufe dir einen Drink. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, ich bin irgendwie, mir geht es irgendwie nicht so gut, bin irgendwie so ein bisschen depressiv. Ich meinte, ach komm, ich alte Freunde, lade dich ein auf einen Drink. So, und dann sind wir tatsächlich dann ausgegangen in so einen Live-Club. Ich glaube, das war The Joint auf Pico. Und da habe ich dann den musikalischen Direktor von Rod Stewart kennengelernt an dem Abend. Unglaublich.
Carmine Rojas. Und der meinte dann zu mir, du spielst Saxophon. Mensch, das ist aber schade, dass ich dich vor 2 Wochen nicht kannte, weil ich musste gerade eine weibliche Saxophonistin für Rod Stewart's Band anheuern. Ich habe aber schon jemanden. Und du so, ja klar, deswegen bin ich hier heute angetreten, um mir das anzuhören, oder? Ja, genau. Und dann meinte er aber hey, wenn du irgendwie ein Demo hast oder so, dann gib mir das mal, weil vielleicht brauche ich ja ein Backup. Kann ja sein, dass irgendwas passiert, dass das nicht klappt mit der. Und ich hatte zufällig gerade ein Demo fertig gemacht, was ich auch dabei hatte. Das war echt totaler Zufall. Habe ihm dann mein Demo gegeben. Ja, und dann habe ich irgendwie eine Woche später bekam ich dann diesen Anruf von Carmine, meinte so, ja, also wir haben jetzt irgendwie fast eine Woche mit der Saxophonistin geprobt und Rod doesn't like her. Kannst du morgen für eine Audition kommen? Und ich irgendwie so, ja, lass mich mal in meinen Kalender gucken, ob ich Zeit habe. Da war natürlich überhaupt nichts in meinem Kalender. Boah, wie cool. Und boah, das weiß ich nicht, ob ich da so hätte so cool bleiben können. Ich hätte wahrscheinlich geschrien, ja klar, ich komme. Wahnsinn, Hut ab. Und und dann habe ich gesagt, ja, es geht wohl. Kann ich wohl reinschummeln irgendwie. Passt wohl irgendwie rein. Fake it. Ja, und dann kam er irgendwie 2 Stunden später, kam er dann bei mir vorbei und hat mir eine CD gegeben mit 5 Songs, die ich lernen sollte. Das war also abends um 8. Kam er an, hat gesagt, hier ist eine CD mit 5 Stücken, die du lernen möchtest. Und morgen früh um 10 kommst du dann bitte zur Audition. Mhm. So, dann musste ich also die ganze Nacht diese Stücke lernen, weil da gab es keine Noten oder so. Ich musste mir das alles raushören von der CD. Das war eine Live-CD von einer der Konzerten, die wir gemacht hatten. Und musste mir das dann alles raushören und das halt üben. Ja, und bin dann am nächsten Morgen dahin. Und ich war aber mittlerweile auch schon so drauf, dass mir das echt egal war, weil ich dachte, hey, na, was wahrscheinlich oder? Dass du nicht so nervös geworden bist, sondern gedacht hast, naja, mache ich halt. Ja, eben, ich mache das halt. Und wenn nicht, dann gehe ich halt zurück nach Deutschland, ist mir auch egal. Mir war das echt egal, das war ganz komisch. Mhm. Und ich bin dann auch hingegangen in Jeans, Turnschuhen und Baseball-Hat. Hatte nur ein T-Shirt an, Baseball-Kappe aufgesetzt, also nicht mal irgendwie mich aufgetakelt oder so. Ich war wirklich ganz total leger. Bin ich dann dahin. Und habe dann diese Audition gemacht und ich erinnere mich dann noch, erst sollte ich, glaube ich, habe ich zuerst gespielt, ich glaube, This Old Heart of Mine und dann das zweite Stück war, glaube ich... War er dabei? War er da schon mit oder war er war dabei und die Band hat also live gespielt und er stand hinter Mischpult, er hat nicht gesungen, er stand hinter Mischpult mit Penny, mit seiner damaligen Freundin und jetzigen Frau, Penny, die ja aussieht, als wäre sie meine Zwillingsschwester, nur einen Kopf größer. Und die standen beide hinterm Mischpult. Und ich habe dann das Solo in Some Guys Have All the Luck gespielt und hatte meine Augen zu und habe dann nach meinem Solo so die Augen aufgemacht und habe ihn dann gesehen, wie er hinterm Mischpult stand und beide Thumbs up hatte. Also das, wie sagt man das auf Deutsch? Beide, ja, Daumen hoch. Daumen hoch. Mhm. Daumen hoch. So, das, und dann hat der MD, der musikalische Direktor, hat dann die Probe abgewunken und hat gesagt, okay, lass es mal kurz rausgehen, schnacken mal. Hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, okay, gute Nachrichten, du hast den Gig. Ich so, was? Wahnsinn. Schlechte Nachrichten, heute war der letzte Tag für die Proben, weil die Tour geht in 5 Tagen weiter. Also die müssen heute, they got a loadout, also die müssen das ganze Equipment zusammenräumen, dann wird das Equipment geschifft. Und dann ging es auf Welttournee? Nach Texas. Oder nee, erstmal Amerika. Amerika. Mhm. Und dann, das heißt, also du musst die ganze Show innerhalb von 3 Tagen ohne Proben lernen. Und ich habe die erste Show gespielt ohne eine einzige
Probe mit der Band gehabt. Das heißt, die wussten gar nicht, ob du das eigentlich kannst oder nicht. Also die vertrauten, nach den paar Stücken, die ich gespielt habe bei der Audition, wussten die, dass ich das wuppen kann. Also ja, und du, warst du da nicht höllennervös? Ohne jetzt, dass du mal so eine Bestätigung kriegst, dass du gut bist oder so? Also stelle ich mir so vor, so... Oh. Natürlich, das war natürlich super stressig, weil ich musste zu der Zeit dann... die Tour war irgendwie 2,5 Monate. Wow. Das heißt, und du hattest ja auch Solos da, einige drin, natürlich, oder? Natürlich, natürlich. Einige Solos... Und Parts, ich musste alles auswendig lernen, die ganzen Stücke, alles auswendig lernen in 3 Tagen, die ganze Show. Wahnsinn. Und ich musste mein Leben organisieren, weil damals zu der Zeit habe ich nicht mehr in dem Haus gewohnt von meinen Eltern und meinem Bruder, sondern hatte meine eigene Wohnung mittlerweile. Und das war also total kompliziert, musste dann irgendwie das alles organisieren, dass jemand für mich meine Rechnung bezahlt und so. Ich hatte allerdings einen Roommate, einen Mitbewohner, was sich dann später leider herausstellte, weil ich war dann 2 Monate weg und ich hatte ihm Schecks da gelassen, um Miete und meine Rechnung zu bezahlen. Der hat mir Geld geklaut, als ich weg war. Oh je. Der hat nämlich, weil er mein Scheckbuch hatte, hat er sich immer selber schön Schecks ausgeschrieben. Scheiße. Das erste Mal, dass ich Geld verdient habe. Und zwar gleich wieder dann, weg. Er hat nicht alles genommen, aber er hat sich schon. Ach, das ist aber nett. Ja, genau. Das war so bisschen Rückgrat war dann schon noch da. Wahnsinn. Aber ich meine, du hast es ja vorher eigentlich geübt, oder? Ich meine, du hast ja all die Jahre so hart geübt, wahrscheinlich genau dafür, ja, dass du. Genau. Das war alles Übung für diese Chance, vermutlich, genau. Wenn du jetzt mal so zurückblickst. Genau. Mhm. Irre. Ja, und dann ging es los. Und dann war das ein, wie viel 1000 Menschen Publikum? Also Rod Stewart, ich meine, hallo, also, der füllt ja. Also normalerweise, wenn wir in Arenas gespielt haben, sind das ja immer so zwischen... Kommt darauf an, wie groß die Arena ist, zwischen 12.000 und 18.000. Mm. Aber wir haben auch viele Festivals und viele Stadien gespielt, gerade in England und so und in den UK, Schottland und so. Da haben wir viel so Outdoor-Stadien gespielt. Da gehen dann irgendwie 80.000 Leute rein. Und zwar das erste Stadion, was ich mit denen gespielt habe, war nämlich während dieser ersten Tour, die ich gemacht habe, die kurz nach September 11th losging, da haben wir ein Benefit für die Opfer vom 9/11 gemacht im RFK-Stadion in Washington. Mhm. Da gehen irgendwie 80.000 Leute rein. Da war ich war sowas von nervös. Ich hatte noch nie quasi so vielen Leuten gespielt. Und da waren alle, da haben alle gespielt. Mhm. Da habe ich auch, weil unsere Band, also die Rod Stewart Band, war auch teilweise Hausband für andere Künstler. Und wenn du auf meine Bio gehst, dann siehst du, dass ich unter anderem auch mit Leuten gespielt habe wie Al Green und Carole King. Mhm. Das war bei diesem Konzert, wo wir die Hausband waren. Ja, das war schon. Ich meine, was macht das mit dir? Warst du plötzlich angekommen in deinem Traum oder was macht das dann mit einem? Oder ist man dann so, dass man das erst später realisiert, was dann plötzlich passiert ist? Ne? Also, dass man so nur erstmal rennt sozusagen und irgendwann mal aufwacht und denkt, huch, wo bin ich hier? Oder was macht das mit einem, wenn man so von da plötzlich ist, wo man sich irgendwie hingeträumt hat all die Jahre? Also, das war. Von Anfang an war das super viel mentaler Stress, weil du natürlich immer irgendwie zweifelst, bin ich gut genug, kriege ich das hin, schaffe ich das? Da ist ständig irgendwie dieser Zweifel da. Den habe ich auch heute immer noch, ständig diesen Zweifel, der geht nie weg. Was ja eigentlich also, Wahnsinn ist. Weltstars gespielt. Also ich meine, Rod Stewart, hallo. Ne? Also geht's irgendwie, also, ne, so, und die riesigen Bühnen, du hast vor der Queen gespielt, du hast mit Lady Gaga, mit Mary J. Blige, mit Jeff Goldblum, das ist ja der Wahnsinn irgendwie, und trotzdem
Ist da so eine Stimme? Das ist doch total bescheuert, oder? Ja, obwohl mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, also ich damals, weißt du, ich glaube, ich war damals, das ist ja jetzt auch schon über 20, nicht über 20 Jahre, aber es ist doch, das ist schon 20 Jahre her jetzt. Das ist schon 20 Jahre her. Also 2001 ist 20 Jahre her. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Ja. Ich meine, jetzt, ja. Ich war damals halt noch irgendwie ein bisschen grün hinter den Ohren, ne? Auch. Und ständig irgendwie bin ich gut genug. Und jetzt mittlerweile habe ich sehr, sehr, sehr viel mehr Selbstvertrauen. Also ich spiele ja auch schon seit 2015 nicht mehr mit Lord. Und in diesen letzten 5 Jahren habe ich musikalisch unheimlich viel Selbstvertrauen gewonnen als Musikerin, weil ich halt wieder richtig viel Zeit gehabt habe, um an meinem Spielen zu üben. Das hast du natürlich nicht, wenn daran, du viel reist und so. Ich habe damals nicht mehr so viel geübt, ne? Weil du auch immer die gleichen Stücke spielst. Klar. Jeden Abend immer die gleichen Stücke und dann, ja, sammelst du unheimlich viele Erfahrungen. Aber so als Musiker entwickelst du dich nicht. Ne? Da bist du wahrscheinlich trotz, dass das die Challenge ist, auf der Bühne zu stehen, aber musikalisch irgendwie dann irgendwann in deiner Comfortzone, oder? Weil es doch ja dann irgendwie Absolut. Immer die gleichen. Hebt man da so ab? Also ist man dann irgendwann an so einem Punkt, wo man dann so, ich sag mal, vor der Queen gespielt hat, wo man die Stadien gefüllt hat, wo man so überall war auf der Welt und auch so viele Leute getroffen hat? Ist das dann noch das Gleiche? Hebt man dann irgendwie so ab? Also ich meine, das kennt man ja auch von Musikern oder von Schauspielern oder so, dass man irgendwann so in einer anderen Welt lebt, was auch immer die ist, oder ist man dann irgendwann nur satt? Also, weißt du, wie ich das meine? Ich verstehe das schon so ein bisschen, aber also ich habe mich nie verändert. Also ich bin jetzt nicht irgendwie abgehoben oder so. Zumindest glaube ich das nicht. Und das sagen mir die Leute auch immer. You're so humble. I'm like, yeah, I'm just me. Ich bin genauso, wie ich vor 20 Jahren war. Ich habe nur unheimlich viel Erfahrung gesammelt und habe mich viel gesehen und erlebt. Aber das ändert mich jetzt als Person überhaupt gar nicht. Also du bist sehr auf dem Boden geblieben, so in deiner Kunst, in deiner Passion sozusagen. Ja. Dir ging es wahrscheinlich dann auch nie so um dieses Fame, sondern wirklich um deine Musik und dein Talent zu den Menschen zu bringen und sie damit zu berühren. Oder was war das so bei genau, dir? Genau, genau. Ich habe ja auch, wenn wir nochmal zurückkommen aufs Musikalische, ich habe ja auch angefangen zu schreiben, Musik, also selber Musik zu komponieren, zu schreiben, schon als ich noch in Deutschland war. Und das war mir irgendwie immer sehr wichtig, auch wenn ich dann nicht auf Tour war, dass ich irgendwie bisschen an meinen eigenen Sachen arbeite. Und das war für mich so ein kreativer Output, den ich irgendwie brauchte als Gegenstück zu diesem Fame, den man irgendwie erlangte, wenn das Sinn macht. Ja, macht total Sinn. Und das ist es ja auch. Also du bist dann bis 2015 mit Rod Stewart getourt und warum war das dann zu Ende? Also was war dann? Was war so, war der Wunsch dann da, wirklich mehr wieder ins Schreiben zu kommen? Oder wie ging es da so weiter? Ich würde natürlich gerne noch mal mehr über was du da alles so gemacht hast, aber ich bin jetzt gerade so, wo ich gar nicht weiß, wo ich noch hinfragen soll, weil mir so viel auf der Zunge liegt. Also ich würde gerne noch mal zu Rod Stewart zurückkommen, aber vielleicht erst mal, was war es, warum es dann so zu Ende ging? Das war Rod Stewarts Entscheidung. Er rief mich also persönlich an und meinte, it's your singer. Hat sich immer so, redet er immer. Wir haben super Verhältnis übrigens. Haben wir auch heutzutage noch. Also wir e-mailen auch heutzutage immer noch ab und zu mal und so. Er hat mich persönlich angerufen und meinte, das ist einer der härtesten Anrufe, die ich jemals machen musste oder gemacht habe, aber I gotta let you go. Und das hat nichts mit dir zu tun, überhaupt nichts, weil du warst immer perfekt und super und so.
ich möchte einfach nur eine kleine Veränderung in der Band haben und das hat also mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das eigentlich für mich auch das Beste war, weil ich war da nicht mehr glücklich. Wie gesagt, ich habe zwar tolles Geld verdient und hatte halt diesen Status, oh, it's Rod Stewart's Saxophone Player, you know. Mm-hmm. Das ist natürlich dann irgendwie toll gewesen. Der hat dich aus seinem Nest geschubst, dass du groß wirst wahrscheinlich und deine Kunst weiterlebst. Genau, und ich habe dann, bin also wie gesagt in den letzten 5 Jahren unheimlich gewachsen als Musikerin und habe unheimlich viel an meinem Spielen gearbeitet und habe sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen gewonnen, viel mehr als ich hatte, als ich in der Band war. Weil in der Band, wie gesagt, da ist halt immer dieser Stress, du hast ständig irgendwie so Albträume, dass du, oh Gott, ich komme jetzt zu spät zum Gig oder so. Ist immer so, du denkst immer, dass du irgendwas verkehrt machst. Mhm. Das ist unheimlicher Stress. Du bist halt ein Teamplayer dann und bist ein Teil, ne? Das ist natürlich was anderes, als wenn du Musik kreierst oder Solos spielst oder so für dich, ne? Das ist natürlich ein ganz anderer Druck, ist ja klar. Ja. Und warst du traurig erstmal trotzdem? Also natürlich war ich traurig. Ich war ganz besonders traurig dadurch, dass der Paycheck wegfiel. Ja, aber manchmal braucht es so einen Push, ne? Also ich habe ja früher mehrere Reisebüros gehabt und wenn ich Mitarbeiter eingestellt habe, habe ich immer gesagt, du kannst hier 5 Jahre bleiben und nach 8 Jahren schmeiße ich dich raus. Ne? Okay. Dann bist du einfach fertig. Dann bist du fertig, dann kannst du bei mir nichts mehr lernen und dann wird es für dich nicht für mich. Ich würde dich wahrscheinlich 20 Jahre behalten, aber für dich musst du dann gehen, weil dann ist für dich die Zeit, dir was Eigenes aufzubauen oder auf deine Karriere aufzubauen. Bis dahin kann ich dir was geben. Und wahrscheinlich hat er das gemacht. Ja, er hat mich ja auch unterstützt. Ich habe, wann war das? Also ich habe immer... ich habe ja ein paar CDs veröffentlicht, während ich noch auf Tour war mit ihm. Die durfte ich auch immer im Merch verkaufen. Ich war die erste Band-Member, die ihre eigenen CDs veröffentlicht hat. Und da war er total stolz drauf. Hat das immer angekündigt. Ja, ja. Und ich habe das immer verkaufen dürfen beim Merch und so. Das war echt super. Und auch als ich dann nicht mehr in der Band war, habe ich ein Remake gemacht von Do You Think I'm Sexy? Den ich ihm dann geschickt habe und habe einfach nur so gesagt, hey, ich habe diesen Remake gemacht, ich wollte nur dann okay haben, dass ich das veröffentlichen kann. Das hätte ich gar nicht machen müssen, das habe ich nur so gemacht, weil wir befreundet sind. Und daraufhin hat er dann mir zurückgeemailt und gesagt, ja, super Track, wie wär's denn, wenn ich darauf singe für dich? Das war nämlich, eigentlich war das ein Instrumentalstück. Und dann habe ich gesagt, natürlich, das ist geil. Und dann hat er für mich die Vocals neu aufgenommen. Für diesen Remix. Toll. Das war super geil. Also das klingt auch wirklich so. Der hat dein Talent gesehen und hat gesagt, das ist nicht gut für die, wenn die immer hier bleibt. Aber konntest du das auch sehen? Das ist ja eher die Frage. Ne? Konntest du sehen, du hast ja vorher immer ganz klar deine Vision gesehen. Konntest du jetzt auch wieder sehen, wo dein Weg hingeht? Oder war das erstmal schwierig, da wieder auf die Strecke zu kommen? Das war sehr, sehr schwierig. Also ich hatte in dem Jahr, bevor er mich hat gehen lassen, habe ich meine letzte CD veröffentlicht, Never Stand Still, wo ich super stolz drauf bin. Ist echt so musikalisch so mein Ding gewesen. Und dann wollte ich eigentlich auch mit meiner eigenen Band touren und so weiter und so fort. Ich hatte dann allerdings leider Pech mit Management. Ich hatte so ein Management hier und die hat mich irgendwie total hängen lassen und verarscht und so. Das ging irgendwie total nach hinten los, leider. Also da habe ich echt Pech gehabt. Aber ich hatte das eigentlich, hatte ich mir das so vorgestellt, dass ich dann mit meiner eigenen Band auf Tour gehe, was dann leider nicht geklappt hat. Aber wir haben hier im LA-Bereich ganz oft gespielt. Also ich habe regelmäßig im Herb Alperts Vibrato Grill Jazz gespielt und in der Baked Potato. Hab dann auch sogar für eine meiner absoluten Lieblingsbands, Tower of Power, Opening-Act gespielt. Das war also für mich mein persönlicher Highlight, sogar noch mehr als mit Rod Stewart gespielt zu haben. Das war super. Aber das heißt, du bist dann eigentlich von der Bandmusikerin zur Unternehmerin geworden, oder? Genau,
sozusagen. Mhm. Aber es ist leider sehr schwer, heutzutage mit Musik Geld zu verdienen. Also ich musste dann damals mir auch tatsächlich musste dann andere Wege finden, um mich zu finanzieren. Gott sei Dank haben wir mittlerweile, also mein Bruder, mein Vater und ich, wir haben uns ein Haus gekauft hier in Los Angeles in den Hills in 2013. Und das Haus ist groß genug und ich habe dann mich dazu entschieden, mit Airbnb Geld zu machen. Mm. Und du hast auch ein Studio in deinem Haus, gell, wo du dann auch deine eigene Musik produzierst. Das heißt, du bist dann jetzt sozusagen auch selbst Produzentin geworden. Genau. Und bist jetzt gerade so in dieser Transition wahrscheinlich auch durch Covid auch nochmal wahrscheinlich viel mehr, jetzt deine Musik wirklich auch nochmal auf andere Füße zu stellen, oder? Ja, also ich habe tatsächlich Airbnb, damit habe ich also meinen Lebensunterhalt verdient für 2 Jahre, weil das musikalisch wirklich, da lief halt irgendwie nicht viel. Also zumindest nicht so wie so kleine Gigs halt, $200 hier, $300 da, aber nicht so Rod Stewart Geld. Ne? Mhm. Und das hat mir auch nichts ausgemacht. Ich habe das alles selber gemacht. Ich habe auch selber geputzt. Weißt du, obwohl, ja, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, also habe ich schon auch, ich habe zwar nicht gekellnert, aber ich habe geputzt, mein Airbnb geputzt. Mhm. Ne? Da bin ich mir auch nicht so schade für gewesen, weil ich wohne hier und da, wieso soll ich dann eine Putzfrau bezahlen, wenn ich das selber machen kann? Und da war ich sehr, sehr busy, weil wir in den Hollywood Hills wohnen, direkt bei Universal Studios. Ich hatte für 2 Jahre lang, war ich fast ausgebucht, ständig. Und bin wirklich jeden zweiten Tag da unten gewesen, habe das, turned it over. Und habe dann allerdings, bevor Covid hit, also im Dezember 2019, wollte ich dann wieder mehr Musik machen und auch nicht so gebunden sein hier. Es ging dann auch wieder los, dass ich mit mehreren Bands gespielt habe, wo ich dann auch öfter weg war und so. Dann dachte ich mir, ich nehme einfach Tenants rein. Also ich vermiete das jetzt. Langfristig, genau. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann hit Covid. Mm. So, es war eigentlich gut, dass ich aus dem Airbnb-Business rausgestiegen bin, bevor Covid hit. Ja, und naja, und dann während der Pandemic habe ich dann, obwohl ich eigentlich in dem Jahr hätte viel mehr spielen müssen und touren sollen auch, war natürlich gar nichts, habe ich mich dann darauf konzentriert, dass ich hier erstmal wieder viel Musik schreibe und produziere und auch Remote Recording Sessions mache. Also viele Leute haben mir ihre Stücke geschickt. Ich habe viel Aufnahmen gemacht für andere Leute. Haben mir das heißt, Stücke Musiker, geschickt. Die haben dann sozusagen die produzierte Musik und du hast deinen Part dann da rein gespielt sozusagen. Genau, die haben mir ihren Song geschickt, haben gesagt, hier kannst du Saxophon aufnehmen und das habe ich dann aufgenommen hier, habe ich alles selber gemacht und habe denen das dann zurückgeschickt. Mhm. Und hast auch selber viel produziert, oder? Letzte Woche habe ich gesehen, du hast ein komplett neues Stück released. Magst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, Vigilante Cat. Wie würde man das auf Deutsch sagen? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man Vigilante übersetzt. Die schleichende oder schwer zu sagen, ne? Ja, genau, das weiß ich. Müsste ich echt tatsächlich mal nachgucken, wenn man das mal übersetzt. Um was aber geht's? Erzähl uns doch einfach, um was es geht, weil es ein wirklich schönes Stück ist. Also ich habe erstmal dieses Stück geschrieben. Da hatte ich natürlich noch überhaupt keinen Namen für, aber wenn du Instrumentalmusik schreibst, dann hast du ja nicht unbedingt, du hast ja keine Lyrics, du hast ja kein Thema. Also ich wusste auch überhaupt nicht, wie ich das Stück nennen sollte. Ich hatte keine Ahnung. Wie ist das? Ist die Musik bei dir dann da? Oder wie? Die Musik habe ich geschrieben. Ja, aber wie kommt die zu dir? Also hörst du das im Ohr und dann spielst du es? Genau, also ich habe mich ans Klavier gesetzt. Ich kann nicht gut Klavier spielen, aber ich kann auf dem Klavier komponieren. Und habe dann einfach angefangen, habe das einfach gehört und habe dann dieses Stück so komponiert. Also da, in dir ist sozusagen die Musik und du erlebst sie durch das Instrument, auf dem du spielst. Genau. Und dann habe ich
dann habe ich das Stück so, also habe das Stück arrangiert, also wie es jetzt ist, und habe dann mir überlegt, wer von meinen Freunden würde am besten darauf spielen, weil ich muss natürlich irgendwie Musiker finden, die auch den Ton der Musik irgendwie gut treffen. Du willst jetzt, wenn du ein Jazzstück schreibst, willst du nicht einen Country-Musiker haben, der da drauf spielt, weißt du? Klar, ja. Und dann habe ich das halt so Stück für Stück aufgebaut, habe das erst zum Schlagzeuger geschickt, dann habe ich, glaube ich, den Keyboarder gehabt als nächstes, dann den Bassisten, die Bassistin ist eine Frau, und dann ein Percussionisten und dann Gitarristen. Und ich habe dann halt mein Saxophon, was vorher nur so ein Scratch-Saxophon, also mit der Idee, und dann habe ich dann zum Schluss das Saxophon raufgespielt. Das heißt, du sagst denen, was du möchtest, jeder spielt seine Sequenz, genau. Und dann kommt das hinterher alles zusammen und ihr habt eigentlich nie zusammen im Raum gestanden. Genau, wir haben nie zusammen im Raum gestanden. So, und dann, genau, also so ist dieses Stück. Und wie gesagt, der Arbeitstitel war Covid Ballad. Das war der Arbeitstitel, weil ich hatte überhaupt keinen Namen dafür. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, wie kann ich denn das Stück? Weil ich hatte auch irgendwie keine Vision, keine Idee, wie man das jetzt irgendwie. Und dann habe ich den Song zu meinem Freund Paul geschickt, der ist Videodirektor. Und habe ihm gesagt, hey, hör dir mal den Song an, vielleicht hast du eine Idee zum Video für eine Geschichte. Und der hat sofort eine Idee gehabt, nämlich die Idee, wie, was es dann geworden ist. Hat sich dann hingesetzt und hat dann dieses Skript geschrieben fürs Video. Mhm. Und hat mir das dann irgendwie vorgestellt. Und ich fand die Idee ganz toll, weil mir dieses Thema eigentlich sehr am Herzen liegt. Also das Video ist ja gewidmet an daran, jetzt muss ich jetzt mal auf Deutsch, wie man das auf Deutsch sagt, also it's dedicated to bringing awareness to the prevention of violence against women. Mhm. Also sozusagen zum wir denglischen hier rum. Also Frauengewalt zu vermeiden, würde man sagen. Gewalt gegen Frauen, präventiv zu arbeiten, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern oder vorzubeugen. Genau. Und ich fand die Idee ganz super, weil ich bin nämlich, als ich in Paris gelebt habe, bin ich nämlich selber mal angegriffen worden. Hm. Das ist schon eine Geschichte, die dir so auch am Herzen liegt. Genau, da war ich gerade ein paar Tage da und war gerade auf dem Weg nach oben zu Sacré-Cœur raufzugehen. Ich war alleine und da kam dann so ein Typ von hinten, der mich dann angegriffen hat und wollte mich in so eine Alley ziehen. Mhm. Und ich habe dann halt irgendwie, wollte mich wehren und habe irgendwie gerufen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und erst passierte gar nichts. Ich konnte mich nicht wehren gegen den Typen. Und dann kam aber aus out of the blue kam dann jemand, auch ein Fremder, der mich dann gerettet hat. Der hat dann diesen anderen verprügelt, den Bösen, und hat den dann so verscheucht. Und das ist dann aufgegriffen in deinem... Das ist dann, ja, und da musste ich dann irgendwie dran denken, dass das ja genau das ist, was mir damals passiert ist. Und ich bin dann tatsächlich, nachdem mir das passiert ist, bin ich am nächsten Tag los und habe mir eine, auf Französisch hieß das Bombe lacrymogène de défense. Klingt das fancy. Pfefferspray? Tränengas. Ja. Also im Französischen klingt das aber viel schöner, muss ich sagen. Ich sage das nochmal. Bombe lacrymogène de défense. Oh, Wahnsinn. Klingt wie ein toller Cocktail. Und das habe ich dann tatsächlich immer, wenn ich das Haus verlassen habe, habe ich das Ding immer in meiner Tasche gehabt und immer mit dem Finger am Abdrücker. Hm. Und ich musste das auch tatsächlich einmal dann noch, tatsächlich habe ich es auch verwendet, weil da war ich dann in der Metro, weil damals habe ich natürlich alles in Paris mit der Metro gemacht. Und da kam dann wieder so ein Typ, der mich von hinten angegriffen hat. Und da habe ich mich dann sofort umgedreht, hatte sofort diese Tränengasflasche und hab einmal raufgespritzt und habe den so weggescheucht. Wahnsinn. Also habe es tatsächlich benutzt einmal. Ja, also, und deshalb fand ich halt die Idee zu dem Video ganz gut,
es ist ein bisschen krass, dass wir in dem Video tatsächlich diesen Typen, dass der dann tatsächlich umgebracht wird. Das war jetzt nicht unbedingt, was ich unbedingt wollte, aber das war halt so die Idee von dem Video. Soll ja auch trotzdem was bewirken, ne? Also so, ne? Hat Eindruck hinterlassen. Ist das so, ich meine, natürlich gibt es Musikvideos immer schon, ja, um seinen Song zu präsentieren, aber glaubst du, dass es jetzt auch so eine neue Form ist, für Künstler sozusagen mehr so Remote-Stücke zu machen, als ja, auf Konzerte zu ja. gehen oder sowas, so vielleicht auch so kleinere und auch virtuelle Sessions zu machen? Glaubst du, da geht so der Trend hin? Ja, absolut. Absolut. Ich habe auch in den ersten Monaten von Covid habe ich auch viel so Streaming, so Facebook-Streamings gemacht, wo ich dann in meinem Proberaum hier in meinem Studio saß und dann einfach irgendwie gespielt habe. Aber da bin ich dann sehr, sehr schnell von wieder weggekommen. Das war dann irgendwie mir zu einseitig, weil du hast natürlich überhaupt niemanden, mit dem du redest. Du guckst auf dein Telefon, weil das, ich ja, habe das Telefon gestreamt. Und dann siehst du zwar Kommentare von Leuten, die dann irgendwas sagen, oh, kannst du mal dieses Stück spielen oder wie auch immer. Aber das war auf der anderen Seite glaube ich, dass das so unglaublich wichtig ist, weil ich glaube, so gerade durch so eine schwere Zeit, wo so viele Menschen auch wirklich psychisch unheimlich drunter gelitten haben, ist, glaube ich, so etwas wie Musik so unfassbar wichtig für die Menschen, wo sie wenigstens so ein bisschen mal loslassen können oder wo sie so in ihren Gefühlen berührt werden oder sowas. Weißt du, ich glaube, dass so Musik ist gerade wie Medizin für Menschen in ja, das während ich auch, der Krise. Das, ja. ja, das war auch für mich. Für mich war das auch irgendwie was, um to keep me busy, weil ja. am Anfang von Covid, da war ja noch nicht viel los. So, da haben auch die Leute, das ging erst so ein paar Monate später los, wo dann tatsächlich die Leute angefangen haben zu schreiben und sagen, hey, kannst du hier mal drauf spielen und da mal drauf spielen. Erstmal waren alle im Urlaub quasi, ne? Also 2 Monate waren alle im Urlaub und ab Mai ging es dann los, okay, dieser Urlaub wird ein Zwangsurlaub, was jetzt, ne? Und dann merkt man, dass alle so alles Mögliche ausprobiert haben, was ja auch wieder ganz viel Dynamik gebracht hat. Und du hast es ja auch ausprobiert und jetzt so langsam sind manche Sachen fast normal geworden und manche kann man eigentlich sagen, okay, habe ich ausprobiert, muss ich nicht nochmal haben. Und jetzt fängt man ja doch wieder auch mit kleineren Events und so weiter, zumindest hier in den USA auch an. Ne? Stimmt. Ja, ich freue mich auch schon. Also ich habe so ein paar Gigs jetzt gebucht für den Sommer. Also nicht mal eine Handvoll. Also ich glaube 4 Gigs oder so habe ich in meinem Kalender bis jetzt. Aber das geht so langsam wieder los und ich freue mich total. Also echt. Würdest du wieder dahin zurück zu so Welttourneen oder ist es jetzt eigentlich die Mischung? Oder was ist so, was wäre jetzt so dein Traumpfad für dich? Traum für mich wäre tatsächlich mit meiner eigenen Band auf Tour zu gehen. Meine eigene Musik zu spielen als Katja Rickermann. Das wäre mein Traum. Ja, dann pick den von den Bäumen. Hast du ja schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. Ich meine, also so Gänsehaut hat mir ja wirklich gebracht. Da will ich einfach noch mal so kurz drüber sprechen, weil ich das so ein Gänsehaut-Moment fand. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Video, was ich über dich gesehen habe oder so, wo du gesagt hast, dass dich das so berührt hat auf Prinzessin Dianas Funeral-Beerdigung vor der Queen gespielt zu haben. Also nee, warte, das war nicht die Beerdigung. Das war, was war denn das? Das war Concert for Diana. Ah ja, das gut. War, Benefit-Konzert. War das ihr Todestag oder irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Das war auf jeden Fall, das war in der Wembley Arena. Das war, ja. Also du warst da ja überall, das will ich viel mehr damit sagen. Weißt du, du hast ja so viele Sachen erreicht, wo viele Menschen einfach nie hinkommen oder auch vielleicht immer von träumen. Du warst da ja. Ne? Da bin ich auch sowas von dankbar für, weil ich wirklich, also okay, die meisten Leute, wenn du die fragst, was willst du oder was ist deine Bucketlist, was willst du gerne nochmal machen, die meisten Leute sagen ja, ah, ich will reisen,
Irgendwie, das ist nicht, was ich sagen würde, weil das habe ich gemacht. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich die Welt gesehen habe und dafür bezahlt worden bin. Mhm. Ich meine, ich war irgendwie 5-mal in Australien, in Neuseeland, ich war in Südafrika, ich war auf Safari, ich war in Südamerika, ich war sogar in Usbekistan, oder ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht. Usbekistan. Ja, also, das ist schon am Arsch der Welt irgendwie. Das ist wirklich am Arsch der Welt. Also ich war. Aber ja, ich meine, hallo, du warst da überall, ne? Und du hast gespielt, du hast den Menschen in die Augen geguckt, ja? Du hast die Kultur embraced. Da weiß ich schon wieder nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ne, also ich sag ja, wir Denglischen. Du hast das alles, du bist da gewesen, du hast da gegessen, du hast das alles miterlebt. Das ist Wahnsinn. Ja, da bin ich auch echt dankbar für. Also der nächste Schritt ist deine Band und ja, genau. Wann geht's los? Du, I don't know, bring it on. Ich komme. Ich brauch tatsächlich jemanden, der für mich Gigs bucht. Ich habe da jemanden in Deutschland, der mir hilft. Der Martin, der ist super, super klasse. Das heißt, du musst jetzt wirklich zur Unternehmerin werden. Ich glaube, das ist es, ne? Das ist jetzt so der Schritt. Management, Unternehmer, Marketing und ab geht die Post. Genau. Ich bin schon ein bisschen dabei, aber ja, ich brauche dann auch Unterstützung irgendwie. Ja, verstehe ich. Ist auch nicht so einfach. Das ist ja immer so die Diskrepanz zwischen, ich weiß, was ich kann und ich habe das auch alles, aber es muss halt eben auch irgendwie auf die Strecke, ne? Also man muss immer irgendwie auf die Autobahn kommen, dass man seine PS da ausfahren kann. Und das ist immer nicht so einfach. Also immer nicht, ist auch wieder ein blödes deutsches Wort. Das ist halt manchmal nicht so einfach, ja? Da gehören manchmal Glück zu, manchmal harte Arbeit, wie du sie ja auch unter Beweis gestellt hast, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und da sind oft so viele Komponenten, die dazugehören. Aber ganz vieles hast du ja schon da, ne? Stimmt. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Jetzt lebst du schon so lange in Amerika. Ist das deine Heimat? Bist du wirklich richtig angekommen hier in den USA in deinem Haus? Oder bist du oft schon nochmal so, dass du sagst, wie wäre jetzt mein Leben in Deutschland verlaufen? Oder ich könnte mir auch vorstellen, mal wieder zurückzugehen nach Deutschland. Es ist schon mein Zuhause hier. Gerade wenn man ein Haus besitzt und nämlich viel Arbeit, dann kannst du nicht einfach so weggehen. Aber ich habe nach wie vor viele, wie sagt man das, Kontakte in Deutschland. Mhm. Also meine besten und ältesten Freunde sind tatsächlich in Deutschland, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Und wir reden auch regelmäßig. Und jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, sehen wir uns auch. Ich habe natürlich auch noch Familie in Deutschland, meine ganzen Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen und die Kinder von meinen Cousins und Cousinen. Also ich habe mehr Social Life in Deutschland, als ich das ich hier habe, weil viele von meinen Freunden sind tatsächlich weggezogen aus L.A. Ich habe hier nicht mehr so viele Leute. Jetzt wegen der Pandemic oder grundsätzlich? Ja, auch schon vor der Pandemic sind einige schon weggezogen. Also viele von meinen besten und engsten Freunden. Die meisten sind auch tatsächlich deutsch von meinen Freunden. Die sind ja. Also schon noch ein sehr deutsches Mindset und Umfeld dann, so wie sich das anhört. Ja, nicht, dass ich mir das jetzt so ausgesucht habe. Es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, ja, ich verbringe jetzt meiste Zeit mit meinem Deutschen. Es ist einfach so, dass ich das connected einfach. Ich glaube, dass die Deutschen eine bessere oder eine andere Umgehensweise hat mit Freundschaften. Mm, die sind irgendwie tiefergehend. Die deutschen Freundschaften sind tiefergehend und auch irgendwie langwieriger. Ja, ist so nachhaltiger, ne? Was nicht heißt, dass das andere nicht schlecht ist, weil das ist auch gut, ja, so unkompliziertes zu haben. Absolut. Aber so dieses wirklich in die Tiefe gehen, das verstehe ich, was du meinst. Das ist schon eher so mit Menschen, die man lange kennt oder mit denen man wirklich auch vielleicht die gleiche Sprache, in der man aufgewachsen ist, spricht und die Werte auch teilt und so, ne?
Ja, Leute, mit denen man Denglisch sprechen kann. Ja, ach, herrlich. Stimmt, ja, mit denen sogar noch mehr. Ah, was eine Inspiration, liebe Katja. Also ich bin wirklich total fasziniert von deinem Weg, wie du so den für dich so klar siehst und wie du auch so ja, dein Talent und deine Passion auch auslebst. Und ich glaube, das ist auch so den Zuhörern auch wirklich eine sehr große Inspiration ist, doch bei seinen Träumen zu bleiben. Und egal, was Eltern, Familie und Menschen sagen, einfach sein Ding zu machen und dass einen das wirklich auch tragen kann durchs Leben und das auch einfach ja eine Depression einzurotzt, Stuart auf die Bühne bringen kann, sozusagen. Ne? Also dass es doch so eine Bestimmung irgendwie gibt, aber dass auch Fleiß ganz wichtig ist und dass man auch wirklich hart auch dafür arbeiten muss. Und das zeigt ja auch dein Beispiel. Ne? Gibt es noch was du so Menschen mitgeben möchtest, so aus deiner Lebensgeschichte? Ja, da fällt genau dazu, was du gerade eben gesagt hast, das fand ich ganz toll und ich möchte gerne den Leuten sagen, es ist nie zu spät, irgendwas Neues anzufangen. Ah, das finde ich super. Weil ich war ja tatsächlich 21 und alle haben es mir gesagt, haben mich ausgelacht, das ist doch viel zu spät, das wirst du nicht schaffen und so. Das stimmt nicht. Hört nicht darauf, was andere sagen. Wenn das bei euch, wenn ihr das gerne wollt, macht das. Wenn ihr irgendwie, was weiß ich, 50 seid und noch irgendwas machen wollt, warum nicht? Ich habe gerade übrigens, ich habe gerade irgendwie was ganz Lustiges angefangen. Alle lachen sich schlapp, wenn ich denen das erzähle. Und das ist was ich immer schon machen wollte, es aber nie gemacht habe. Und zwar habe ich angefangen, Ping-Pong-Stunden zu nehmen. Was? Tischtennis? Ja. Tischtennis, genau. Ich bin groß geworden. Ich habe das immer geliebt, Ping-Pong zu spielen. Ja. Und natürlich spielt halt wie jeder andere, so wie wir alle gespielt haben. Ne? Aber ich fand das immer geil, wenn ich so bei der Olympiade oder so Ping-Pong-Typen gesehen habe, die das so richtig geil können. Und dann, ich wollte das immer schon mal machen. Und jetzt vor 2 Monaten habe ich tatsächlich einen Lehrer gefunden und gehe jetzt einmal die Woche zum Ping-Pong-Unterricht. Sehr und das cool. macht so einen Spaß. Ich meine, ich werde jetzt nicht irgendwie... Ja, du bist nicht mehr bei den Olympischen Spielen dabei nein, sein. Aber ich habe da irgendwie total Bock drauf. Und ich bin ja jetzt auch im bestimmten Alter, wo man eigentlich so sagt, ja, viel, viel zu alt. Aber ist doch scheißegal. Ja, macht Spaß. Sehr cool. Ich bin da voll auf deiner Seite. Einfach machen, ja. Also einfach mal machen und nicht darauf hören, was andere sagen, ist ein super Motto. Also das ist großartig. Ja, wer über dich mehr wissen möchte, wir packen natürlich alles in die Shownotes. Ihr müsst jetzt nicht wild googeln. Das kommt natürlich alles rein. Vor allen Dingen natürlich auch das neue Werk der Katja, damit ihr es auch downloaden, hören könnt, liken könnt, kommentieren könnt und ja, ich kann einfach nur sagen, danke, dass du uns mitgenommen hast in dein Leben, dein spannendes Leben. Oh, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich darüber reden durfte. Jetzt werde ich ganz, I'm tearing up. Wie heißt das? Wie sagt man das auf Deutsch? Werde ich ganz sentimental hier. Ja, nein, also es ist ja wirklich auch, was ich toll finde, dass du so down to earth bist, weißt du? Ich meine, du stehst auf den Bühnen und trotzdem bist du so echt und natürlich. Und das finde ich großartig. Bleib so und ja, vielen, vielen Dank. Ah, danke dir. Alles Gute, liebe Katja. Dir auch und ganz liebe Grüße an alle Hörer. Die meine Sprache sprechen. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Ja, das war's schon wieder. Ich finde, die Zeit verging im Fluge. So ein toller Gast. Lasst mich unbedingt wissen, wie euch die Folge gefallen hat, wie ja, euch die Geschichte, die Katja uns erzählt hat, gefallen hat. Und wenn ihr natürlich mehr über Katjas Musik wissen möchtet, wie ihr Kontakt zu ihr aufnehmt, schaut einfach in die Shownotes zu dieser Folge. Da steht alles drin. Oder auf meine Website www.muttersprachepodcast.com. Hinterlasst ein Like, einen Kommentar und empfehlt diesen Podcast weiter. Und ansonsten, ja, hört ihr mich wieder nächste Woche. Also bis dahin, bleib gesund, deine Monique.